so, die Nordschleife hat zum Glück wieder auf innerhalb dieser Corona-Krise, aber jetzt ist es uns möglich, Runden zu fahren und das mache ich jetzt auch. Das sind meine ersten Runden, um genau zu sein, wird das jetzt meine dritte Runde sein. Die vorherigen zwei waren Probe, aber ihr dürft jetzt dabei sein, wie ich meine so ziemlich erste Runde auf Kamera euch zeige. Ich habe diese Kamera zu mir und ich habe auch die normale Kamera nach vorne, um euch sozusagen beide Seiten zu zeigen, was auf der Strecke passiert und was bei mir passiert. Also hoffen wir, dass alles so gut geht wie davor. Ja, korrekt. Weil vorher würde ich sagen, lief alles ganz gut, nicht wahr, Papa? Ja. Ja, mein Vater ist hier neben mir und wird, sollte etwas brenzlig werden, hoffentlich laut genug schreien. So, dann geht es los. Wir werden auch Bridge to Gantry mal zeiten, schauen, was passiert. Aber ich lasse das Ganze erstmal ruhig angehen. Das möchte Gina noch lange fahren.
wieder etwas weit draußen. Wieder vorbei, nein!
Trailkamera nicht sehen, aber er die ganze Zeit so langsamer, langsamer, langsamer. Stimmt gar nicht. Wohl. Die ganze Zeit mit der Hand bremse, bremse. Ja, ich hab dir gesagt, wann du bremsen sollst. Ja, und das war ungefähr 20% zu früh. Meistens. Ich weiß, wie das Auto geht. Ja, du weißt aber auch nicht, wie es ist, wenn die Bremse überhitzt. Nee, das weiß ich nicht. Das du merkst das und das wollen wir nicht riskieren. Nee. Wir haben Straßenbremsen drin, ja? Ja, ganz und auch Straßenreifen, deswegen kamen wir kaum durch die Kurve, ohne mal zu quietschen. Aber ich finde, das war doch jetzt relativ gut von der Geschwindigkeit auch. Ja. Bin gespannt, was das für eine Rundenzeit war. Ich glaube nicht, dass wir 10 Minuten in diesem Auto knacken können. Da ist einfach zu wenig Leistung dafür. Aber danke, dass ihr dabei wart. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr Runden demnächst. Werden wir sehen. Je nachdem, ob mein Auto hält. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.